der Kardinal. Da habe ich nach langem wieder mit der Romy gespielt und das war sehr, sehr, sehr schön, obwohl sie damals eine Zeit hatte, wo sie persönlich sehr angegriffen war. Und das war schon eine ganz andere Romy, als ich sie damals bei Sissi erlebt habe oder Mädchen an einer Königin. Ja, das war wie ein Fohlen, nicht wahr? Also vollkommen frei, hemmungslos, kann man sagen. Ein Mädchen, das also auch lustig und offen war und sehr leicht zu handeln, muss ich sagen. War natürlich immer wieder sehr beaufsichtigt von der Mutter, beziehungsweise die ja dann immer entweder eine Tante oder die Mutter im Film gespielt hat, dass sie auch dabei ist. Nicht? Aber so, wenn man sie mit ihr allein unterhalten hat, also, das war ganz ein nettes Mädchen, die keine Allüren hatte. Dann später natürlich, also nicht Allüren, aber sie hat dann auf der einen Seite sich natürlich von diesen Rollen sehr sagen wir, abstrahieren wollte und hat dann, das muss man ja sagen, das ist ja großartig, dass sie in einem Ausland, also in einem fremden Land auch die Sprache so erlernt, dass man sogar Theater spielen kann dort, und hat eine immense Karriere. Sie ist eine wirklich grandiose Schauspielerin gewesen und schade eigentlich ihr ganzes Schicksal, dass sie bei der ganzen Geschichte erlitten hat, aber wahrscheinlich auch nicht ganz unschuldig war selbst, dass es in einer vielleicht nicht so vehementen Weise, aber dass etwas hier nicht glatt gehen würde.